Herzlich willkommen zu einer besonders coolen Etappe des Mega Road Trips. Es ging ja von München über die Ostroute bis hoch zum Polarkreis in Nordfinnland. Jetzt seht ihr die dritte Etappe des Rückwegs, die mich von Schweden ins Vorzeigeland der Elektromobilität, also Norwegen, führt. Kommentiert gerne, wie ihr die Natur findet und was ihr von diesen krassen Superchargern haltet. Viel Spaß. Ich bin jetzt hier in der Früh nochmal zum Supercharger gefahren. Waren nur 500 Meter. Hab's Auto auch nicht vorgewärmt, gar nichts. Bin jetzt hier zum Supercharger. Bei minus 7 Grad. Neu am Supercharger, ja. Also das Auto komplett unaufgewärmt, unter einem Kilometer gefahren. Und da geht so gut wie nichts. Also wirklich so gut wie rein gar nichts. Weil einfach das Auto, der Akku, zu kalt ist. Also ich stehe hier schon seit 3 Minuten und habe, glaube ich, einen Kilometer Reichweite geladen. Normalerweise hätte ich jetzt hier schon 20, 30 Kilometer geladen. Aber muss jetzt eben erstmal alles aufgewärmt werden. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt so lange mitmache. Ich wollte halt bei der Tanke das zu Frühstücken kaufen und dementsprechend kann ich hier auch einfach noch kurz weiterladen. Gute Nachrichten, ich habe ein solides Frühstück gehabt. Ich lade noch. Schlechte Nachricht. Nein, halt, auch gute Nachricht. Ich wollte es auch positiv formulieren. Auch sehr gute Nachricht. Das war mein günstigster 30 Minuten Supercharger Ladestopp aller Zeiten. 2 Euro, weil nur 39 Kilometer reingegangen sind. Akku einfach zu kalt gewesen. Jetzt auch schon recht voll. Dementsprechend geht sowieso nicht mehr schnell viel rein. Also reicht jetzt auch. Mit 390 Kilometern fahre ich 243 Kilometer locker und gefrühstückt habe ich auch. Auf geht's. So ein Scheiß! Stau! Spaß. Oh, ihr Süßen! Was lecken die denn auf der Straße? Vielleicht weil Salz gestreut wurde so ein bisschen und die wollen Salz, ne? Das könnte ich mir vorstellen. Ey, da sind noch so viele mehr. Was ist denn das für eine Herde? What? Das sind ja 100 Stück locker. Krass. Ja, jetzt mal ohne Spaß, ne? Sonderlich scheu sind die nicht. Wenn ich jetzt eilig hätte, würde es mich echt ärgern. Oh, nicht ausrutschen! Ui, nicht kämpfen! Schluss! Ey, das ist ja der Wahnsinn, wie viele da sind. Hallo! Nein. Das ist kein Streichelzoo hier. Okay. Gerade über diese Brücke gefahren. Das ist natürlich nicht gut. Hier fängt schon an zu schmelzen. Okay. Boah, hab ich Bock, diesen Brocken jetzt ins Wasser zu werfen. Komm, wie mache ich das am besten? Und? Bam! Und der wird hier durchgeströmt. Wo ist mein Brocken? Wow, cool. Fahrt verläuft gut. Ich bin über die letzten Jahre hinweg so richtiger Pflanzen, so Baum und Wald und Gärtnerfreund geworden. Und wenn ich hier so durch die Landschaft fahre, hier sieht man ganz oft junge Bäume oder eben auch ja, vollkommen abgehackte Bäume. Und hier ist wirklich viel an Waldwirtschaft. Der Vorfahrt, dass man den erst durch. Und hier ist wieder alles voller Schnee. Ja, viel Waldwirtschaft hier auch, ne? Das macht so ein bisschen die Landschaft auch teilweise recht trist, weil einfach so viel abgeholzt wird. Wie hier direkt am Straßenrand. Und jetzt habe ich mir nochmal ein Hörbuch angemacht zu Bäumen. Das geheime Leben der Bäume. Wirklich sehr interessant. Also Bäume und Pflanzen können so viel mehr, als wir gemeinhin denken. Also wie sie miteinander kommunizieren, über Geruchsstoffe, über Wurzelverflechtungen, wie Bäume einander helfen, wie sie durchaus soziale Wesen sind. Also der Autor macht so ein bisschen den Punkt, dass Bäume fast wie Tiere sind, bloß dass sie halt Photosynthese betreiben. So. Und, also
spannendes Buch. Spannendes Buch. Was ist hier denn jetzt los? Hier irgendwelche. Oh, stinkt es. Oh, hör mir auf. Oh, widerlich. Lass mich auf jeden Fall vorbei. Nein, ich bin getrappt in der Mitte von denen. Oh! Pff, stinken die Teile. Fuck. Ich glaube, ich bin an der Grenze gleich. Die Straße hier macht einen echten Mürbe. Ist so, so wackelig. Ich bräuchte echt ein fettes Luftfahrwerk hier drin. Jetzt noch die schlechte Luft. Ich bin echt froh, dass ich eine Stunde beim Supercharger bin für ein Mittagessen, ein bisschen Pause. Die ganzen Wurzeln unter der Straße wahrscheinlich machen es halt so uneben. Respekt. Hier mit dem Fahrrad. Respekt. Meertierchen! Der Gegenverkehr warnt einen dann, also kam gerade ein Auto, hat mir Lichthupe gegeben. Ein Zeichen, dass ich langsam fahren muss. Was ich natürlich sehr gerne für euch mache. Sehr gerne tue ich das für euch. Geil. So schön ruhig hier draußen dann, ne? Nur der LKW in der Ferne noch. Dann die Schritte, hört ihr es? Schritt im Schnee. Toll. Das ist der erste Tesla, den ich seit Ewigkeiten auf der Straße gesehen habe. Ich bin in Norwegen, deswegen. Ja, jetzt kommen die langsam hier alle. Wieder solides Mittagessen gehabt hier. Circa eine halbe Stunde geladen. Und 10 Kilometer von hier ist einfach mal der nächste Supercharger mit 16 Ladepunkten. What? Einfach direkt nebenan haben die nochmal so einen großen Supercharger. Hier ist echt wilde Welt. Und jetzt kommt's richtig krasse. Auf dem Weg nach Oslo ist ein Supercharger mit 44 Ladepunkten. What? Die muss ich mir anschauen. 44 Ladepunkte kommen. Jetzt muss ich noch in letzter Sekunde mich vor großen Strafzahlungen retten. In Norwegen muss man scheinbar für die Autobahn zahlen. Ich habe komplett gar nicht mehr dran gedacht, weil einfach in Schweden und Finnland und alles umsonst war. So, ich fahre so auf der Autobahn, fahr. 25 Minuten zum Supercharger. Das ist so ein Schild. Gleich kommt die elektronische Maut. Ich so, Ausfahrt. Und scheinbar, gegoogelt, muss man sich hier online registrieren und dann wird alles automatisch gemacht. Aber man muss sich eben hier sein Auto registrieren und je nachdem, was für ein Auto man hat, zahlt man noch mehr oder weniger. Und ich hoffe mal, dass man hier mit einem Elektroauto sehr günstig hier eingestuft wird. Ich hab Bock auf so einen Scheiß. Wenn man es nicht macht, dann wird es hinten raus nur noch teurer, ne? Dann mach ich das mal. Das ist so eine Scheiße. Also abgesehen davon, dass man scheinbar das Elektroauto umsonst fahren kann, aber man muss sich davor registrieren und sich so ein Pass holen, so ein Tag, den man sich ins Auto macht, ist natürlich jetzt schon viel zu spät. Und ich kann hier auf diese scheiß Webseite, ich kann hier unten nicht auf Fertig drücken, auf Weiter, weil die so bescheuert hier ist auf dem iPhone. Oh mein Gott, es gibt Probleme, wirklich. So ein Bullshit sich rumschlagen. Im Prinzip ist ja geil, dass man hier nirgends Mau zahlen muss und einfach alles elektronisch durchfährt. Aber das Setup ist halt hier gerade, okay. Scheiß drauf. Man kann auch die. Ich werde die Rechnung dann irgendwann bekommen. Lass ich mich halt überraschen, wie viel es wird. Eieiei, Norwegen. Schönes Ding.
Jetzt das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Yo, das kannst du laut sagen. Das ist also der riesen Supercharger. Wow. Komische Anordnung wieder. Also die Norweger haben es mit lustigen Supercharger-Formationen. Einmal einstöpseln. Wirklich laden muss ich hier nicht. Nach Oslo ist nicht mehr so weit. Aber das will ich mir jetzt durchaus gönnen. Ah ja, und schau mal. Da sind sogar noch mehr Ladestationen. Also hier sind nicht nur Supercharger, sondern auch für andere Elektroautos. 44 Stück sollen es sein. Mir fällt auf, dass die Model X-Quote hier sehr hoch ist. 1, 2, 3, 4 plus da hinten um die Ecke nochmal 2. Sehe ich irgendeins? Nein. Aber das ist eine Model X-Quote von 50% circa. In Deutschland würde ich sagen, im Supercharger ist die Model X-Quote vielleicht bei 10%. Model X halt nochmal teurer, ne? Keine Ahnung. Scheinbar mögen die Norweger das und hier wird Elektromobilität natürlich auch ordentlich gefördert. Wahrscheinlich kann man sich das hier eher gönnen, sich mal ein Model X rauslassen. Genug Supercharger-Sightseeing, ab nach Oslo zum echten Sightseeing. Nicht schlecht, Herr Specht, diese mega Supercharger, oder? Gebt dem Video doch gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Jetzt geht's weiter nach Oslo und im nächsten Video kommen dann eben Eindrücke aus einer der krassesten Elektromobilitätsstädte der Welt. Bis dann.